So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von BMIK. So, vor 2 Jahren war das, glaube ich, da haben wir uns damals gewundert, also wir, ist der Moto Fuzzi und ich, weil eine YouTuberin, weil eine YouTuberin aus Kanada von jetzt auf gleich also Abozahlen gekriegt hat, die hat pro Tag 300 Abos dazu gekriegt. Und da haben wir uns damals gefragt, wie macht die das? Ich meine, die hat damals Anfang der 2000er oder sowas hat hier geschauspielert und hat in irgendeinem Horrorfilm mitgespielt. Dadurch hatte die einen bestimmten Bekanntheitsgrad, aber daran konnte es ja nun nicht liegen. Und dann hat sie letzte, ja, im Interview von On Her Bike, die hat die getroffen in Kanada. Zwei Legenden treffen sich oder so hieß sie, das Video. Und ja, da haben die sich darüber unterhalten, wie sie damals angefangen hat. Und dann sagte sie, sie hat wie gesagt erst geschauspielert und danach hat sie dann so Jobs angenommen, wo die unter anderem für Honda, 17 war das glaube ich, naja egal, die hat jedenfalls für Honda, für die große Goldwing, damals so einen Spot gemacht, Werbespot. War damals die erste, die Goldwing gefahren hat, die neueste. Naja, und da hat sie dann jemanden kennengelernt, der sie dann unterstützen wollte und immer gesagt hat, Mann, du musst selber was auf die Beine stellen und hin und her. Und dann hat sie einen YouTube-Kanal gegründet, hat sich ihre, ich glaube, 2013er oder 14er CBX gekauft, CB500X. Naja, und dann hat sie an dem Tag, wo der Typ leider dann verstorben ist, hat sie ihr erstes Video hochgeladen. Naja, und der hat sie, wie gesagt, stark unterstützt und war selber in sozialen Netzwerken wohl gut vertreten und hin und her. Und ich vermute mal, oder gehe davon aus, dass sie dann von der Connection, die sie da hatte, das, was ich dann auch umgesprochen hatte, sie ist dann ja auch bei dem auf der Beerdigung gewesen und so, war ja ein richtig guter Freund von ihr. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum sie dann damals richtig viele Abonnenten und dann 300 Abonnenten pro Tag dazu bekommen hat. Was Moto Fuzzi und ich, wir hatten gerade damals irgendwie noch nicht mal 100 Abonnenten. Er hat ja jetzt schon ein paar tausend. Ich bin noch nicht mal bei 500. Leider. Also wer das hier sieht und mich noch nicht mal abonniert hat, unbedingt hier unten abonnieren. Naja, und wir haben uns damals gefragt, wie macht die Frau das? Da kann ich ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Und ich habe noch vermutet, dass sie, das konnte man ja damals, oder kann man vielleicht sogar heute noch, Abos und Abonnenten kaufen. Du kannst auch Accounts erstellen und diese Accounts dann verwalten und kannst dich dann praktisch mit 50 Accounts selber abonnieren. Was für mich aber überhaupt keinen Sinn macht. So ein Fake-Scheiß. Entweder Leute gucken meinen Kanal gerne, finden das gut oder sonst sollen sie es eben lassen, egal. Naja, und jetzt hat sie da dann eben erzählt, wie sie dazu gekommen ist und sie macht das ja auch echt professionell. Hat da glaube ich auch immer noch jemanden bei, der mitfilmt und so mit Drohnenaufnahmen und wunderschönen Naturaufnahmen da in Kanada. Ist dann glaube ich auch letztens in Asien gewesen, erzählte sie jedenfalls von, dass sie da dann Aufnahmen gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das ist so der Grund, warum sie ja dann auf einmal so richtig mit ihren Abozahlen abgegangen ist, ne? Und das war schon interessant mal zu hören. Naja, und da wir das ja damals als Thema hatten, habe ich dann gedacht, ja, ich mache da mal ein Video drüber, wie Megan Captain ihre
ihre Abonnenten bekommen hat, ne, damals. Also es war kein Schmu, sondern das war, ja, hat sie sich erarbeitet und ja, hat da eben von dem einen ich weiß nicht, ob der auch einen Kanal hatte mit Abonnenten, aber von dem hat sie dann die Bekanntheit irgendwie erlangt. Naja, und sie macht auch keinen Schauspieler, also Schauspieler nicht mehr, so wie ich das mitgekriegt habe, und macht wohl auch keine Werbespots mehr. Vielleicht kann sie auch von ihrem Kanal jetzt leben, hat irgendwelche Sponsoren, keine Ahnung. Ich habe ihren Kanal auch schon ewig nicht mehr geguckt, weil mich das eigentlich nicht interessiert. Ich gucke Itchy Boots, die mir oft auch auf den Keks geht. Da finde ich On Her Bike irgendwie noch schöner. Oh, Gas geben. Also On Her Bike ist ein bisschen bodenständiger. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Ja, das soll es eigentlich zu dem Thema mit Megan Kaptein gewesen sein, wie die ihre Abonnenten bekommen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl!